Herzlich willkommen zu der dieswöchigen Ausgabe meines Podcasts. Ideen für eine bessere Welt. Mir ist aufgefallen, dass ich in den letzten 2, 3 Podcast-Folgen und auch in meinem Video Phönix aus der Asche das Wort magisch häufig verwendet habe. Einfach nicht, weil ich es bewusst gewählt hätte, sondern weil es in der Luft liegt im Moment. Es ist eine gewisserweise magische Zeit. Und dann habe ich mir überlegt, was heißt das denn eigentlich, magisch? Wir verwenden es einfach so im Alltag auch relativ häufig. Das war ein magischer Sonnenuntergang oder der Ort ist magisch oder in welchem Zusammenhang auch immer. Aber was bedeutet das einfach? Was bedeutet das eigentlich? Und wie das oft so ist, kam dann auch in meinen Feed bei YouTube ein Video von einem Kollegen, den ich sehr schätze, Lee Harris, der über persönliche Magie gesprochen hat. Ich verlinke auch das Video von ihm. Und er teilt eben Magie auf in spirituelle Magie, in persönliche Magie, in generelle Magie-Definition. Und was ich sehr spannend fand, er fragt nach der persönlichen Magie. Er sagt, jeder Mensch hat eine persönliche Magie. Und das ist meine Frage heute auch an euch. Was ist eure persönliche Magie? Aber zuerst mal, was ist denn Magie überhaupt? Was ist die Definition im Wörterbuch? Was versteht ihr darunter? Welche Arten von Magie gibt es? Und ich habe 2 Definitionen gefunden von magisch. Einmal auf Magie beruhend, was natürlich jetzt nicht viel sagt, weil man dann die Definition für magisch lesen muss oder Magie. Und das andere zauberisch und geheimnisvoll. Auch da so ein bisschen, okay. Teilen wir das mal einfach auf in, was heißt es denn eigentlich für uns oder was kann es denn bedeuten? Und dann schauen wir mal, was heißt denn spirituelle Magie und was heißt persönliche Magie? Was heißt das oder was bedeutet das für uns, wenn wir das sagen? Ich glaube, worauf wir uns alle einigen können als Definition ist, außerhalb des Normalen. Also wie durch Zauberhand oder berührend, geheimnisvoll und eben anders als normal. Wir laufen durch die Straße und der Tag ist total Alltag, es ist alles das Gleiche. Und dann passiert irgendetwas, was wir dann als magisch bezeichnen. Etwas, was uns rausreißt aus diesem ganzen Trott. Etwas, was aus einer anderen Ebene stammt. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt andere Dimensionen, sondern ich meine durchaus einfach eine andere Ebene als die, in der wir uns gerade befinden. Das empfinden wir dann als magisch. Und es ist aber auch noch eine Definition von, unser Energiefeld leuchtet dann auf. Also es ist nicht nur das, dass wir es einfach von der Emotion her oder vom Kopf her als magisch empfinden und dass uns das rausreißt, sondern es passiert auch tatsächlich körperlich etwas oder vom Energiefeld. Das leuchtet nämlich dann auf, wenn wir in Kontakt mit unserer Magie kommen, also mit etwas, was wir als magisch empfinden. Und dann gibt es natürlich noch die klassische Definition von Magie im Sinne von Zaubern, Zauberer, Zauberin, Beeinflussung, Manipulation, Bühnenmagie, also auch durchaus Scharlatanerie und Betrug auf gewisse Art und Weise. Das ist so die klassische, eine Seite der Magie. Und deswegen hat die auch, glaube ich, so eine schlechte Presse bekommen, weil das einfach häufig verwendet worden ist, um an so einen Stempel auf irgendwas drauf zu drücken. Das ist Magie, das ist ein Versuch von Beeinflussung. Aber wenn wir mal überlegen, ja, Magie hat für mich tatsächlich zwei Aspekte, zwei Facetten. Und das einmal ist tatsächlich dieser Versuch, Dinge zu beeinflussen. Jetzt tun wir das natürlich jeden Tag, jede Sekunde. Wir beeinflussen jede Sekunde irgendwelche Dinge. Alleine schon die Entscheidung, die wir beim Einkaufen treffen, ist ja eine Form von Magie. Das heißt, ich nehme diesen Apfel und diesen lasse ich liegen. Also ich versuche, Dinge zu beeinflussen. Wir versuchen bei der Arbeit, Dinge zu beeinflussen, zu verändern. Magie wird es für uns, glaube ich, dann, wenn wir den Zusammenhang nicht mehr so richtig verstehen. Also wenn etwas auf etwas wirken soll, was wir nicht direkt verstehen, den Zusammenhang. Für manche sind zum Beispiel, ist Homöopathie magisch, weil eben dieser Zusammenhang fehlt zwischen, okay, ich nehme da irgendwelche Zuckerkügelchen und dann soll das irgendwas machen oder es macht irgendetwas. Ich glaube, dass wir bei diesen Dingen einfach nur die Wirkungsweise noch nicht genug verstehen. Also ich glaube, vor 100 Jahren wäre eine automatische Tür, die es zum Beispiel beim Supermarkt gibt oder beim Baumarkt, magisch gewesen.
unerklärbar. Also, hui, die Tür geht auf, ich gehe dahin, ich tue nichts und die Tür geht auf. Magisch, wie durch Zauberhand geht diese Tür auf. Wir wissen halt inzwischen im Moment, dass das eine Lichtschranke ist und dass das einfach ein elektrischer Impuls ist und deswegen geht die Tür auf. Und es kann sein, dass wir in 100 Jahren Dinge als ganz normal empfinden, die wir heute noch als magisch empfinden, wo wir heute den Zusammenhang noch nicht verstehen und denken, wow, zum Beispiel Synchronizitäten, dass wir einfach sagen, okay, ich verstehe nicht, warum das so sein kann und wie das sein kann, aber ich merke, es passiert ständig, dass ich Antworten auf Fragen bekomme, ohne dass es einen physikalischen Zusammenhang gibt. Wenn wir tiefer schauen, gibt es bestimmt einen Zusammenhang. Aber ebenso wie wir im Moment gucken können und was wir auf dem Stand, wo wir gerade sind, gibt es eben keinen erkennbaren Zusammenhang. Und dann empfinden wir etwas als magisch. Auch Wettermagie zum Beispiel, das war früher auch notwendig tatsächlich, wenn man in einer ländlichen Gesellschaft wohnt oder Magie, dass man versucht hat, Jagdbeute, also die herauszufinden, wo Tiere sich aufhalten werden. Also dass man versucht hat herauszufinden, auch Jagdglück heraufzubeschwören, indem man einfach zum Beispiel in Höhlen Bilder von den Jagdtieren gemalt hat und wie auch immer man damit dann interagiert hat. Und der Versuch war einfach, dadurch das Jagdglück zu verändern. Also mit dieser Überseele der Antilopen oder der Rentiere oder von wem, Bisons, Büffel, Kontakt aufzunehmen und sozusagen den Lauf zu beeinflussen. Oder auch bei Wettermagie, dass man versucht, die Wettergestaltung oder die Wetterlage zu beeinflussen. Und ich denke, das ist so eine Magie, die wir auch als Magie heute empfinden würden, dass wir sagen, ja, okay, ein Regentanz zum Beispiel ist tatsächlich eine magische Handlung, weil wir nicht direkt den Zusammenhang sehen können zwischen dem Tanz und dem veränderten Wetter. Es gibt aber noch eine andere Form von Magie und mit der möchte ich mich heute mehr beschäftigen, nämlich eine spirituelle Magie und eine persönliche Magie. Und das Besondere an der spirituellen Magie ist, ich glaube, das kennt ihr alle, das ist, wenn man, ich weiß nicht, wenn ihr meditiert oder wenn ihr bestimmte Bücher lest oder wenn ihr ein Tarot-Reading selber macht oder zuhört, dass wir komplett, unser Energiefeld komplett aufleuchtet bei etwas. Oder gärtnert oder irgendetwas. Irgendetwas, was ein bisschen außerhalb der Norm ist, was aber zur Folge hat, dass unser Feld komplett aufleuchtet. Wir sind groß und weit und lebendig und ganz bei uns und vergessen uns in einer guten Art und Weise. Das ist für mich spirituelle Magie. Das sind diese Gipfelerlebnisse. Das ist dieses Großartige, was manchmal eben passiert als Gnade oder als Geschenk. Diese Aha-Erlebnisse, dieses Aha, diese Erkenntnisse, wo wir wie vom Blitz getroffen sind und dann diese Riesenglühbirne über unserem Kopf aufleuchtet. Das sind magische Momente. Es gibt auch andere magische Momente, wenn eine ganz tiefe Verbindung zu irgendjemandem oder irgendetwas besteht. Dass wir im Wald sitzen und plötzlich kommt ein Reh ganz nah. Das kann magisch sein. Magisch ist alles außerhalb der Norm, was uns aber auf eine tiefe Art und Weise berührt und was unser Energiefeld eben zum Leuchten bringt. Und davon kann man gar nicht genug haben, finde ich, im Alltag. Also, das ist auch meine Art, das zu verstehen und das zu tun. Das ist also nicht die Magie zu versuchen, irgendwas zu beeinflussen, außer halt Rat zu geben oder zu klopfen oder Theta für jemanden zu machen, was ja auf gewisse Art und Weise auch ein bisschen magisch ist, weil wir einfach sagen, wie kann das sein, dass jemand nicht im Raum sein muss? Und wie kann das sein, dass ich manche Klienten, dass ich die auch nicht sehe, sondern ich arbeite ja ausschließlich über Telefon? Wie kann das sein? Also auch da hat es sicher so einen leicht magischen Touch, dass wir sagen, wir verstehen die Wirkungsweise vielleicht noch nicht so ganz. Also ich erkläre es immer mit dem Quantenfeld und dass wir wirklich auf einer Ebene, wenn wir tiefer in Materie reinschauen, dass es ja nur noch ein Meer aus Informationen ist, dass wir alle uns komplett auflösen, dass es da keine Grenzen mehr gibt, sondern nur noch Felder, die sich gegenseitig beeinflussen. Und aus dieser Sicht heraus ist es dann relativ leicht zu erklären, also zu sagen, ja klar, wir leben in einem Meer von Informationen und Energie und Frequenzen und natürlich kann ich beliebig jede andere Frequenz ansteuern. Also für mich ist das jetzt nicht magisch tatsächlich, aber ich verstehe, dass das von außen gesehen so aussieht. Ganz klar.
Und selbst meine Mama fragt immer wieder, wie machst du das, wenn du jemanden noch nie gesehen hast, wie kannst du dich auf jemanden einstellen? Und das ist so ein bisschen, ich erkläre mal früher wie beim Radioapparat, als man noch so gedreht hat, so ein Dreh, so ein Programmsuchknopf hatte. Ich stelle mich eben auf eine bestimmte Frequenz ein. Jeder hat ja eine IP, also eine bestimmte Eigenfrequenz. Und ich stelle mich eben, ich suche aus diesen Millionen oder Milliarden von Informationen halt diese eine Frequenz raus. So, das ist jetzt meine Erklärung, aber ich weiß, dass das von außen magisch aussehen kann, einfach zu sagen, wow, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Das funktioniert, aber ich weiß nicht, wie. Also spirituelle Magie kann durchaus im Außen auch manchmal wie magische Magie aussehen, aber es ist, finde ich, etwas anderes. Es ist nicht der Versuch, irgendwas zu beeinflussen, sondern es ist tatsächlich eine Verbindung mit mir und dem Feld oder dem großen Ganzen, der Quelle. Diesem Universal Consciousness oder mit einer bestimmten, mit Jesus oder mit Buddha, wenn wir so besondere Momente haben, so ganz tiefe, innige Verbindungen zu Kuan Yin oder zu, mit wem auch immer ihr eine innige Verbindung habt. Das sind ganz großartige Momente. Das ist für mich Magie. Das ist magisch. Und dann gibt es noch etwas, die persönliche Magie. Und das möchte ich jetzt gerne noch kurz sozusagen mit euch ja, eigentlich aktivieren tatsächlich. Was ist eure persönliche Magie? Und da gibt es auch wieder zwei Herangehensweisen. Das eine ist, wenn ihr euch mal zurückerinnert als Kind, was waren so eure Lieblingsrollen im Rollenspiel? Oder welche Fähigkeiten hattet ihr da? Konntet ihr fliegen? Konntet ihr Dinge verwandeln in Tiere oder mit eurem Zauberstab auf irgendetwas deuten und dann hat sich das verwandelt. Könnt ihr euch noch erinnern, was eure magische Kraft war? Oder die zu euch gehört? Und das ist oft was mir am meisten in der Kindheit fehlt oder was ich gerne wieder hätte, dieses magische Sein. Also es kommt wieder langsam, aber als Erwachsene habe ich das doch sehr verloren gehabt. Dieses im Wald sein und alles verwandelt sich. Ich habe mal einen Comic gesehen, da war so ein Eicheltierchen, also ein Tierchen aus Kastanien und Eicheln. Und das war halt so, ja, eine Kastanie war halt der Körper und dann waren halt die Hufe oder die Beine. Das waren halt so von den Eicheln die Käppchen und dann war halt eine Eichel als Kopf mit Streichhölzern als Verbindung. Was wir früher auch immer gebastelt haben im Kindergarten und in der Grundschule. Und dieses Bild war zweigeteilt auf der linken Seite, was ein Erwachsener sieht. Und dann hat man eben dieses Kastanientierchen gesehen. Und auf der rechten Seite, was ein Kind sieht. Und da war ein Hund, ein richtiger Hund, eine Zeichnung von einem Hund. Ein richtiger Hund, der mit dem Schwanz wedelt und ein toller Hund auf alle Fälle. Und ich habe noch so ganz bisschen Erinnerung an diesen Zustand, dieses im Wald und alles ist magisch. Oder man spielt mit anderen Kindern und alles wird real, alles ist lebendig, alles ist magisch. Und man kann eben in diesem Zustand auch alles, man kann auch alles. Man kann fliegen, man kann zaubern, man kann Dinge verwandeln. Könnt ihr magisch kochen? Könnt ihr durch Backen anderen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern? Könnt ihr zaubern beim Backen? Was ist eure persönliche stärkste Magie? Wir haben ganz viele magische Kräfte. Was ist eure stärkste Magie? Meine ist sicher, dass Menschen Vertrauen zu mir haben und auch Tiere Vertrauen zu mir haben und eine Art Verwandlung stattfindet. Also zwei Freundinnen haben öfters mal zu mir gesagt, du beruhigst mich. Oder eben, wenn ich auch E-Mails bekomme oder Kommentare, auch Podcasts und Videos und so weiter, dieses, es tut mir gut, es beruhigt mich, es macht mich leichter, es entspannt mich, ich habe wieder Hoffnung. Und das ist ja ein alchemischer Vorgang, also es ist eine Form von Magie im Sinne von Wandlung von etwas. Wir nehmen etwas Schweres und bringen es in Kontakt mit irgendetwas, mit unserer persönlichen Magie und dadurch verwandelt sich's.
Und mich würde sehr interessieren, was eure persönliche Magie ist. Was ist eure stärkste magische Kraft? Also im Sinne von eurer persönlichen Magie. Was ist ganz besonders bei euch? Und was ändert eben im Kontakt mit anderen die Welt? Und dann müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr mit dem Zauberstab irgendetwas von einem Stein in einen Hund verwandeln können. Ich glaube, wenn wir irgendwie schaffen, mehr Freude ins Leben zu bringen oder mehr Ehrlichkeit oder mehr Vertrauen oder mehr Helligkeit oder mehr Genuss vielleicht beim Kochen oder Backen, dann ist das vielleicht viel mehr, als jetzt nur die äußere Form von etwas zu wandeln. Schreibt es auch in die Kommentare, was eure persönliche Magie ist. Was ist eure stärkste magische Kraft? Und zum Schluss möchte ich jetzt gerade noch kurz ein paar Definitionen oder Synonyme für magisch geben, einfach als Anregung, vielleicht auch zur Beantwortung dieser Frage. Synonyme sind esoterisch, geheimnisvoll, metaphysisch, mystisch, parapsychisch, parapsychologisch, spirituell, transzendent, übernatürlich und übersinnlich, also außerhalb der Norm, außerhalb dessen, was wir so normalerweise gewöhnt sind. Die zweite Synonymgruppe ist bezaubernd, fantastisch, inspirierend und magisch. Also wie inspiriert ihr andere? Wie bezaubert ihr andere? Und das dritte ist märchenhafte Züge haben. Also fantastisch, wie in einer Fantasy-Story. Vielleicht habt ihr ja auch in diesem Bereich magische Fähigkeiten. Vielleicht könnt ihr euch so verkleiden oder so in eine Rolle schlüpfen, dass ihr wirklich die Form von jemandem anderen annimmt. Schauspieler, Schauspielerinnen machen das zum Beispiel. Je besser sie sind, desto mehr vergessen wir die Person und desto mehr nehmen wir wirklich diese neue Person wahr, die sie verkörpern, in die sie hineingehen, in die sie sich verwandeln. Was ist eure persönliche stärkste magische Kraft? Gerne in die Kommentare schreiben. Auch gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat oder euch inspiriert hat. Auch meine Magie tatsächlich ist zu inspirieren. Wenn ihr es teilen möchtet, gerne kommentieren, würde mich sehr freuen heute. Würde mich wirklich interessieren, was eure magische Kraft ist. Und gerne auch abonnieren, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Und dann eine magische Woche. Viele magische Erlebnisse im Sinne von spirituellen Highlights und Verbindungshighlights und außerhalb des normalen Alltags. Viele schöne magische Momente innerhalb für die nächste Woche. Und dann bis nächste Woche.